Das wäre auch mal ein Job für unseren Reporter Jo Hiller gewesen, oder? Darauf raufentern und ganz oben dann die Spitze aufsetzen. Obwohl, ganz ehrlich, auch heute steht er wieder vor einer gewissen Herausforderung, der liebe Jo. Ja, das kann man so sagen. Wussten Sie, dass eine große Pferdeshow, die in China läuft, hier bei uns im Norden vorbereitet wird? Ist tatsächlich so, die Show heißt Troy, die läuft in Peking. Und das Training für Pferd und Reiter, das findet statt auf dem Rittergut Osthoff in Georgsmarienhütte. Genau, und das schaut sich ja heute unser Reporter Jo Hille an. Wir sehen ja schon ein paar Aufnahmen. Jo, also wir haben dich ja schon so in manchen Sattel hier bei meinem Nachmittag geschickt. Wie sieht's denn heute aus? Steigst du auch wieder irgendwo auf? Also ich steige eigentlich nur auf ein Pferd auf, bei dem ich mit den Füßen auf den Boden komme. Ja, und schaut euch diese Riesenpferde an. Profipferde, natürlich geritten auch von Profis. Und das soll heute auch erstmal so bleiben. Sascha Eckjans, Sie sind ja der Macher und Co-Producer von Troy. Mhm. Troy heißt ja übersetzt Troja. Sieht das hier nach Troja aus? Nicht ganz, aber wir interpretieren Troja neu in Peking im Moment in der Pferdeshow. Hier wird heute nur trainiert, weil wir natürlich immer wieder neue Reiter, auch neue Pferde nach Peking nachliefern müssen. Was sehen wir hier denn hier konkret? Ein Schimmel, der was macht? Genau, das ist ein Dressurschimmel, das ist ein Lusitano, ein Hengst, 8 Jahre alt. ja, ist Training. Und der wird also hier in der Dressur vorbereitet. Darauf sitzt Camille. Camille ist Hauptdarstellerin, spielt bei uns die Helena. Und die versucht sich natürlich heute schon das Pferd einzufühlen, wie der sich nachher so dann anbietet in Peking. Aber die Frage stellt sich natürlich, wenn das Ganze in Peking stattfindet, warum wird in Niedersachsen dafür trainiert? Ja, Niedersachsen ist geballte Kompetenz in Sachen Pferdesport. Hier bündelt sich wirklich alles, was in Sachen Pferd, Zucht, Ausbildung Rang und Namen hat. Und für uns ist natürlich ganz wichtig, dass wir eine Infrastruktur und Ressourcen haben, wo wir für so eine Weltproduktion trainieren können. Und das Rittergut Osthoff eignet sich besonders gut dazu, weil es einfach hier wunderschön ist. So sieht es von oben aus. Sehr viel Platz mit sehr viel Geschichte. Über 500 Jahre alt ist das Anwesen hier. Und es war eigentlich auch schon immer ein Gestüt. Auch heute ist hier noch eine Pferdezucht. Mittlerweile haben sich auch noch zwei Unternehmen angesiedelt. Und man kann auch als Externer diese Räumlichkeiten in dieser wunderschönen Natur für Seminare oder Festivitäten mieten. Pferde sind auf jeden Fall immer auch mit dabei. Jetzt sieht das hier wunderschön aus und auch mit viel Artistik. Trotzdem kann ich mir als Beobachter nicht so richtig vorstellen, wie diese Show aussieht. Ja. Aber zum Glück haben wir da ja auch ein paar Bilder vorbereitet. Die Show in Peking, ganz groß. Man sieht da die Dimensionen. In China ist ja gerne mal alles ein bisschen größer. Ne? 2.000 bis 3.000 Zuschauer gucken da. Und das ist übrigens diese Stangennummer, die wir gerade im Training gesehen haben. Und woraus bestehen die Elemente noch der Show? Also wir haben im Grunde sehr viel Action in dieser Show. Wir haben sehr viel Special Effects, wie man so schön sagt. Wir benutzen das Mapping. Das heißt, wir können auch optisch uns mit dem Boden verschwimmen, so dass die Zuschauer praktisch das Gefühl bekommen, sie sehen wirklich einen 3D-Film. Und dadurch wird es eben ganz besonders. Mhm. Und das sind aber doch auch enorme Kosten eigentlich. Das ist ja ein Wahnsinnsaufwand, oder? Richtig. Also die Gesamtkosten sind erstmal im Anlauf so bei 30 Millionen Euro. Das ist sehr viel Geld. Wir haben aber natürlich in China einen Markt, der im Kommen, im Wachsen ist. Die Leute sind sehr interessiert am Pferd, sind interessiert an Live-Shows. Und natürlich muss sich so eine Show dann über die Jahre etablieren und dann auch rechnen. Und rechnet die sich auch, wenn man sie nach Deutschland holt? Ist das der Plan auch irgendwann mal? Das ist der Plan, tatsächlich. Also wir haben nach der Premiere in Peking sogar Anfragen aus dem Ausland. Es war auch immer angedacht, dass wir in Europa spielen. Das wird im Moment tatsächlich näher untersucht. Und ich glaube, man kann damit rechnen, dass wir 2019, 2020 hier sind. Wenn die Kosten nicht steigen. Und apropos steigen, wir haben auch ein Pferd, was steigen kann, glaube ich. Richtig. Auf Kommando. Ja. Und man sieht, wie der Profi im Sattel das Pferd führt. Und Sensation. Ja. Man sieht, Reiter geht's gut und den Pferden geht's gut. Das ist ja auch ganz wichtig. Genau. Und damit das auch so bleibt, gibt es hier Menschen, die sich darum kümmern. Mein Kollege Lars Kaufmann hat sich heute mal hinter den Kulissen hier auf dem Hof umgeguckt. Endlich hat Calado wieder festen Boden unter den Füßen. Heute ist er der einzige Neuankömmling hier auf dem Rittergut Osthoff. Soweit alles gut gelaufen? Ja. Keine Auffälligkeiten auf der Fahrt? Gut, hat auch gut gestanden? Ja.
Wenn sich der Andalusier Calado gut schlägt, ist das hier nur eine Zwischenstation auf dem Weg zur großen Show nach China. Ein erster Gesundheitscheck von Tierärztin Franziska Essig. Ich höre jetzt einmal, wie der Puls ist nach dem langen Transport. Wir gucken, wie ist das Pferd vom Allgemeinzustand, wie ist die Kreislaufsituation, wie ist die Lunge, ist er auffällig von der Atmung her. Und ich würde ihm gleich noch den Darmbereich abhören, weil der Darm beim Pferd ja sehr, sehr wichtig ist. Der ist sehr kompliziert und gerade ein längerer Transport kann beim Pferd mal dazu führen, dass es so ein bisschen verstopft, wenn der Darm einfach längere Zeit nicht so bewegt wird, wie er das normalerweise wird. Für Franziska ist es erst der Anfang einer großen Runde durch die Ställe. Schließlich werden hier fast 80 Pferde vorbereitet, um ab nächstem Jahr auch bei Troy anzutreten. Wir streuen auf große Bestände, aber nicht Pferde, die so gezielt in einer Show sind und die so weit ins Ausland weggehen, die unter solchen Bedingungen auch da Leistung bringen müssen. Die chinesischen Bedingungen sind doch ganz anders als hier, sowohl von der medizinischen Betreuung her, als auch von der Stallung her, von der Futterqualität. Das muss halt alles einberechnet werden. 15 Mitarbeiter kümmern sich gerade auf Gut Osthoff um die Pferde. In China werden es am Ende mehr als 50 sein. Allrounder und Spezialisten wie Roland Marx. Sein Beritt, Kutschauftritte proben mit der spanischen Pura Raza. Oder machen wir die Handbremse los? Gut. Es ist ja so, das Pferd ist ja ein Fluchttier. Und wenn jetzt der Wagen hinterherkommt, so, das ist für manche Pferde, die gucken sich um und die kommen dann in Panik. Ne? Und das ist eben bei den spanischen Pferden, die sind ja seit Jahrhunderten für den Krieg gezüchtet, sind Kriegspferde und deswegen natürlich auch nervlich sehr robust. Nervlich auch belastbarer wie viele andere Pferde. Die Pferde kommen gut ausgebildet hier an. Und trotzdem dauert es bis zu 6 Monate, bis klar ist, ob Ross und Reiter miteinander harmonieren. Und ob die Pferde überhaupt für Auftritte geeignet sind. Und, sind sie gut heute? Super. Da muss man so ein bisschen nachgucken, wie macht es sich in den ersten Teilen der Show, wie akzeptiert es verschiedene Reiter, wie akzeptiert es Licht, Musik eventuell im Hintergrund. Und wenn man dann das Gefühl hat, ja, das ist ein Pferd, was von seiner Natur aus damit klarkommt und so ein bisschen selber neugierig ist und einfach auch interessiert ist an seiner Umwelt, dann hat man da ganz gute Chancen, dass es auch ein gutes Showpferd wird. Beste Chancen, der kommende Pferdestar der Show zu werden, hat Van Helsing. Mehr nachgehen, jetzt nachgehen. Bis es soweit ist, muss er sich aber erst noch an die Hauptdarstellerin Camille gewöhnen und die Gesundheitschecks überstehen, in Deutschland wie in China. Die Pferde sind also sowohl hier als auch da permanent unter tierärztlicher Kontrolle. Da ist immer ein Kollege vor Ort oder hier in Deutschland bin ich dann vor Ort, der sofort für irgendwelche Fragen oder sowas zur Verfügung steht. Und so schaffen wir das eigentlich bis jetzt, toi toi toi, sehr gut alle Pferde bei sehr guter Gesundheit zu erhalten. Wunderschöne Pferde und spektakuläre Auftritte. Die nächste Spielzeit von Troy kann kommen. Und damit die Auftritte auch spektakulär werden, müsste genau das natürlich auch trainiert werden. Sogenannte Stunts von echten Stuntmans, Profis. Und da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Ich sag Action! Eieieiei. Da fetzt es ganz schön. Das ist aber noch nicht das Ende der Nummer, sondern... Ja, normalerweise wäre er jetzt runtergefallen in der Show. Das kann man in der Show sehen. Oh, und jetzt gibt es noch mal einen Fight. Und jetzt gibt es noch mal einen Fight. Und der kriegt halt jetzt einen... Das ist auch Material, was im Film verwendet wird, natürlich. Schauspieler natürlich. Ihm ist nichts passiert. Nein. Wink mal ganz kurz. Ja, ja, gut, wir sind beruhigt. Alles okay. Wie wichtig sind solche Elemente? Ja, die sind natürlich sehr wichtig. Das Publikum heute ist natürlich... Action aus dem Kino gewöhnt, diese ganzen großen martialischen Filme, Lord of the Rings und all diese Kinofilme. Und die wollen natürlich Action sehen, ist ganz klar. Trotzdem, bei der ganzen Show fragt man sich natürlich schon, wie kommen die Pferde nach Peking, nach China? Mhm. Ein ausgeklügeltes System und auf geht die Reise. Nämlich... In erstmal kleinen Boxen, da soll es an nichts fehlen. Es gibt also gut zu futtern und auch Wässerchen für groß und für klein. Ja, das genau. Sind diese Pferdeboxen. Genau, das sind also die Container, die extra für Flugreisen hergestellt sind. Da passen also bis zu 3 Pferde rein. Und an sich fliegen die Pferde lieber, als sie Lkw fahren, weil es wackelt nicht nach links oder rechts, es geht eigentlich nur geradeaus. Das ist also für die Pferde deutlich angenehmer. Und die werden dann beruhigt mit einer Spritze? Oder? Nein, um Himmels Willen, nein, nein. Wir wollen die ganz natürlich haben, damit auch die Flugbegleiter, auch die Tierärzte oder die Pfleger
wirklich reell sehen können, wenn mit dem Pferd was nicht stimmen soll. Okay. Jetzt zurück zur Show. Wir haben hinter uns Artistik, wir haben gerade Stuntmen gesehen und der Humor soll ja auch nicht zu kurz kommen. Und das ist jetzt der Auftritt von ihm hier, der ja, hoppala, jawohl, zu sehen kein Pferd ist, sondern ein Esel. Genau, also sowas bereiten wir natürlich auch vor für die Show. Wir haben also auch ein bisschen Klamauk da drin, haben auch ein paar besondere Sachen. Ein bisschen wie die Bremer Stadtmusikanten eigentlich, ne? Genau. Fehlt nur noch Katze und Hahn, oder? Richtig, die laufen sogar hier draußen rum, müssen wir eigentlich nur noch holen. Aber wir probieren es erstmal so. Und Lena zum Beispiel hat auch eine Clown-Nummer drüben in der Show in Peking. Und die macht so diese besonderen Acts mit den Tieren. Okay, dann dürfen Sie einmal noch mal hier vorbeikommen, denn wir haben ja am Schluss noch einen, ich habe ja am Anfang gesagt, ihr erinnert euch, ich steige auf kein Pferd, bei dem ich nicht mit den Füßen auf den Boden komme. Tja, und da ist das Pferd, bei dem ich mit den Füßen auf den Boden komme. Oh, da brauchst du keine Angst haben, ich mache dir nichts. Ich mache mich auch ganz leicht. Er zögert ein wenig, ne? Merken Sie es? Ich tue ihm nicht weh und er weiß, dass ich gut zu ihm bin. Ja. Ich glaube... So dann, funktioniert das nämlich. Genau. 1A. Dann so, Herr Eckjans, haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch Zeit. Das gibt mir die Möglichkeit, einmal kurz hier an der Pole-Stange vorbeizukommen. Meine Kollegen haben schon gesagt, jo, das musst du machen. Ich so, seid ihr bekloppt? Man sieht, wie leicht das bei Ihnen aussieht, ist es aber nicht. Das wird deutlich, wenn ich das jetzt gleich mal probiere. Kurze Einweisung, wie funktioniert es denn? Kurze Einweisung, wir machen einen Spin. Ein Spin, genau. Das dreht sich. Genau, richtig. Im Idealfall. Okay. Das heißt, der innere Arm geht nach oben. Ja. Der andere greift ungefähr auf Achselhöhe. Mhm. Das äußere Bein geht nach außen. Hüfte mit. Ja. Schwung geben. Und nach vorne. Los. Und. So. Das wird die Lachnummer, ich sag's euch. Ich muss das jetzt mal so machen hier. Innerer Arm. Genau. So. Und das hier? Richtig? Nee, andersrum. Nein, war schon richtig. Der nach oben. So. Der hier. So. Genau. Und jetzt Hüfte und nach dann außen. Hüfte nach außen. Hüfte nach außen. Mein Gott, wie soll das gehen? Und dann. So, das war's. Schöne Grüße. Oh, mir wird schwindelig. Ah, ich kann nicht mehr.